Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sehen müde aus. Ja, ich habe nicht viel geschlafen. Ich auch nicht. Wahrscheinlich niemand in diesem Hotel. Ist was Neues? Haben die Taucher eine neue Spur? Es ist nämlich so, ich habe da eventuell einen Hinweis, dass Ihre Schwester vielleicht doch nicht ertrunken ist. Ich glaube, sie lebt. Sie wissen, wo Eva ist? Los, raus mit der Sprache. Naja, also es ist so, Tanja und ich haben ihr neulich die Karten gelegt und einen Blick in die Zukunft geworfen. Da war nichts von ertrinken. Das ist ihr Hinweis. Diese albernen Tarotkarten. Lassen Sie mich mit diesem Schwachsinn in Ruhe. Ich dachte, Sie freuen sich. Wollen Sie sich wichtig machen? Ausgerechnet jetzt? Nein. Eva ist tot. Ertrunken in diesem verdammten See. Das ist die Wahrheit. Wollten Sie mich denn unbedingt treffen? Wir haben vereinbart keinen Kontakt. Wir brauchen einen Arzt, ganz dringend. Die Kleine ist krank. Ich habe Angst, dass sie stirbt. Haben Sie sie doch schwerer verletzt, als Sie gesagt haben? So ein Blödsinn! Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sie hat hohes Fieber, sie schwitzt wie verrückt. Als ich vorhin gegangen bin, lag sie ohnmächtig am Boden. Kein Arzt. Wenn nicht bald jemand nach ihr schaut, kann es sein, dass sie draufgeht. Ja, und wie stellen Sie sich das vor? Soll ich irgendeinen Arzt anrufen und sagen, hören Sie mal, ich habe da eine junge Frau, die liegt gefesselt in der Scheune und da geht's nicht so gut? Bei Ihren Beziehungen werden Sie ja wohl einen Arzt kennen, dem Sie vertrauen können. Der Einzige, der da in Frage kam, der ist leider kürzlich verstorben. Wir haben ausgemacht, dass ich Sie entführe. Wir haben auch vereinbart, dass Ihnen nichts Ernsthaftes passieren darf. Ja, das lag in Ihrer Verantwortung, aber jetzt müssen wir das Risiko eingehen. Dass sie stirbt? Mache ich nicht mit. Doch, Sie werden genau das tun, was ich Ihnen sage. Entweder Sie holen sofort einen Arzt oder ich lege Eva Krenning auf einem Krankenhaus ab. Gibt es was Neues von der Feuerwehr? Obwohl Sie gestern den See bis spät abends abgesucht haben. Ob Robert schon wach ist? So war es nicht sehr bequem. Er wird hier sicher bald auftauchen. Obwohl ich ihm Schlaf wünsche. Möglichst so lange, bis er all seinen Kummer vergessen hat. Hoffentlich tut er sich nichts an. Charlotte, das wird Robert nicht tun. Er hat doch Valentina. Aber er zerfleischt sich mit dem Gedanken, dass er schuld ist an Evas Tod. Warum muss der Eva unbedingt noch mal zum See schicken? Werner, wenn du dem Jungen jetzt auch noch Vorwürfe machst, kommt er nie darüber hinweg. Ich finde, wir sollten so schnell wie möglich eine Trauerfeier für Eva abhalten. Eine Beerdigung ohne Leiche? Nein, nur eine Trauerfeier. Das wäre doch eine gute Gelegenheit für Robert, für uns alle, mit diesem schrecklichen Unglück abzuschließen. Aber doch erst, wenn wir Gewissheit haben. Ach, Robert! Gut. Ich muss mit euch reden. Robert, ist alles in Ordnung mit dir? Ihr werdet es nicht glauben, aber Eva lebt. Ja. Sie lebt. Ich habe sie gesehen. Verdammt nochmal, jetzt bleiben Sie mal stehen. Ich bringe jetzt das Mädchen ins Krankenhaus. Sie machen einen Riesenfehler. Den Fehler habe ich gemacht, dass ich mich auf Sie eingelassen habe. Also gut, wenn Sie nicht anders wollen, dann lasse ich Sie auffliegen. Dann sind Sie auch dran. Ach, wer ist denn auf der Flucht? Lena hat übrigens ein Stück ihrer Kleidung gefunden. Und Tanja haben sie offensichtlich im Wald aufgelauert und fast vom Fahrrad gezogen. Das wissen Sie? Sie haben sich hier im Wald unter Zeugen rumgetrieben. Niemand wird Ihnen glauben, dass ich hinter der Entführung stecke. Zumal es dafür keine Beweise gibt. Selbst Eva hat nur Sie gesehen. Und falls es wirklich dumm läuft und sie stirbt, dann wird man Sie wegen Totschlags verurteilen. Sie sind wirklich das Letzte. Das sagt der Richtige. Aber ich gebe Ihnen noch eine Chance, wenn Sie endlich vernünftig werden. Falsch! Ich gebe Ihnen eine Chance. Sie holen jetzt sofort einen Arzt oder ich kümmere mich drum. Aber dann... Dann schnappt mich eben die Polizei.
Aber dann ist ihr Plan auch im Eimer.